Ich möchte dir ein bisschen erzählen, wie so unsere ersten Erfahrungen hier jetzt in England waren. So in der Zeit, bis wir dann zu Focus gegangen sind, einem richtig coolen Camp. Aber davon mehr im nächsten Video. Wir sind hier angekommen und ich habe ja schon ein bisschen erzählt, dass wir hier bei der Familie sind. Voll cool. Unsere Kinder mussten sich noch ein bisschen an den Hund gewöhnen, der gerade da drüben ist. Aber wir fühlen uns voll wohl, und sind super dankbar, hier zu sein. Wir haben in der ersten Woche schon richtig coole Begegnungen gehabt und eine davon war zum Beispiel in St. Leonard's. Mir war das vorher gar nicht so klar, aber eigentlich sind wir hier nicht nur bei einer Gemeinde, sondern bei so einer Family of Churches. Es gibt St. Peter's, das ist so die Hauptkirche in Brighton von der Church of England, was dieses Church Planting angeht. Und von dieser Gemeinde aus wurden auch andere Gemeinden gegründet oder revitalisiert. St. Leonard's ist eine von diesen Gemeinden, wurde 2019 revitalisiert, also wurde mit einem Team wieder neuer Schwung reingebracht. Die haben die Kirche renoviert, die ist richtig schön geworden. Das ist so eine richtig coole Mischung von alt und neu. Und dort waren wir beim Blake Café. Dieses Blake Café findet in der Kirche statt, also im alten Kirchengebäude. Die haben da Teppichboden drin, haben dann richtig viele Spielzeuge, sind Stühle, die werden dann alle auf die Seite geräumt. Und als wir dort reingekommen sind, war so das Setting, dass überall so Frauen saßen mit Kindern. Ich glaube fast nur Frauen, vielleicht auch ein paar Väter noch dabei. Und die haben einfach gespielt, die haben Kaffee getrunken. Die Kirche hat dann noch einen Kaffee, also auch in der Kirche drin. Und da kann man sich Kaffee oder Tee holen. Wir wurden erstmal nett begrüßt, haben Tee, glaube ich, angeboten bekommen. Und waren dann dort und konnten dort ein bisschen mit dem Ali, dem Pastor, reden. Okay, Chrissy, was war dein Eindruck von St. Leonard's? Ich fand, St. Leonard's war eine richtig schöne Kirche. Der Mari hat es auch schon angesprochen. Es ist einfach richtig schön renoviert worden. Mir hat besonders gut die Kaffeeecke gefallen. Die haben einfach eine kleine Bar in die Kirche eingebaut und da, genau, können die quasi immer Kaffee und Tee und Kuchen und all dieses Zeug ausgeben. Richtig cool. Genau, ich finde bei St. Leonard's, aber auch bei den anderen Playcafés, wo wir noch waren, was mich einfach fasziniert, ist, dass sie echt hochwertige Spielsachen haben. Ich kenne das von uns eher so, dass man halt im Gemeindehaus dann mal noch abstellt, was so übrig war bei Leuten zu Hause. Häufig 30 Jahre altes Spielzeug, aber die haben echt hochwertige Sachen. Und er hat auch gemeint, things built to last. Wie war es denn mit Kindern dann da in der Küche zu sein? Voll angenehm. Also ich merke das generell bei den Spielsachen, da ist der Lian natürlich immer sofort Feuer und Flamme. Und so wie auch in den allermeisten Gemeinden hier in Brighton, gab es auch dort Teppichboden in der Kirche. Das heißt, ich konnte auch die Noemi einfach auf den Boden lassen und sie ist in der ganzen Kirche rumgekrabbelt. Und das ist schon echt richtig gut. Und uns wurde auch gesagt, ich glaube, das war auch dort, dass gerade im Winter echt viele Leute dorthin kommen mit ihren Kindern, weil es dort Fußbodenheizung gibt. Das heißt, unter dem Teppich, also da ist dann auch schön warm im Winter und dann hat man einfach Platz, um die Kinder springen zu lassen. Und man ist nicht so, ja, man versackt nicht so in seiner Wohnung. Also ja, ich fand es richtig gut. Und das Coole ist an den Blake-Cafés, dass eben das ja auch wie so eine Art soziales Projekt noch ist, weil das eben Familien dabei unterstützt, in der Kindererziehung. Und ich meine das jetzt nicht so, dass die da Tipps geben, wie man Kinder erzieht, sondern einfach, weil es eine Entlastung ist, wenn da ein Ort ist, wo man mit Kindern hinkommen kann, als junge Familie und andere Leute trifft und in einer entspannten Atmosphäre sich als Eltern einfach austauschen kann und die Kinder sind versorgt. Und gerade auch im Winter eben, wie Chrissy gerade gesagt hat, ist es eine super Hilfe, da muss man nicht ständig drinnen sitzen, sondern kann auch mal dahin gehen. Bei St. Matthias waren wir noch, das ist auch eine Gemeinde, die gegründet wurde von St. Peters oder revitalisiert. Und dort waren wir auch dort, als das Blake Café war. Und auch dort war es so, man ist einfach reingekommen, viele junge Eltern mit Kindern waren da, sich entspannt ausgetauscht. Die haben dort auch so einen Kaffee und die haben das dort sogar als so eine Art kleines Business. Das ist wie so eine Art Wirtschaftsbetrieb, aber innerhalb der Kirche. Die bezahlen da zwei Leute, die dann bei diesem Kaffee quasi arbeiten.
Und die verdienen damit tatsächlich auch Geld. Das fand ich auch nochmal ein interessanter Gedanke und irgendwie auch cool. Auch da war es so, das war im Kirchengebäude. Kirchengebäude war so umgebaut, dass man eben das multifunktional nutzen kann. Und die Kinder und Familien scheinen sich sehr wohlgefühlt zu haben. Ich fand es auch cool, dort zu sein. Und dort habe ich dann auch mit dem Tom länger geredet, der eben die Gemeinde dort revitalisiert hat und erzählt hat, wie das für ihn war. Interessant fand ich auch noch, was der Tom uns eben beim St. Matthias auch erzählt hat, war, dass die in dem Play-Café, es geht wirklich nur darum, dass die Eltern und Kinder dort sich aufhalten können, spielen können, sich vernetzen können. Und es ist nicht irgendwie verbunden damit, sie tun da jetzt keine biblischen Geschichten oder Lieder singen oder so. Aber wenn die Leute sich interessieren für den christlichen Glauben, dann wird schon auch zu Alpha eingeladen, wenn die Leute das möchten. Kriegen sogar manchmal einen kleinen Eindruck davon, wenn gleichzeitig während dem Playcafé dort in der Kirche Alpha stattfindet. Die machen nämlich auch morgens Alpha-Kurse. Und das ist dann im hinteren Teil von der Kirche. Und vorne ist das Playcafé, ist ganz interessant. Das heißt, die Leute kriegen schon einen Eindruck davon, was zum Beispiel ein Alpha-Kurs ist oder ja, einfach kriegen ein Gefühl für die Kirche. Das heißt, die Hemmschwelle ist auch nicht so hoch, das Kirchengebäude auch zu anderen Anlässen zu betreten. In der gleichen Woche war ich auch noch bei Safe Haven Women. Das ist ein Angebot für obdachlose Frauen, drogenabhängige Frauen, Frauen, die teilweise schon im Gefängnis waren, ganz unterschiedliche Frauen, die einfach irgendwie benachteiligt sind. St. Peter's macht das Angebot jede Woche. Es gibt dort ein warmes Essen, zu dem die Frauen eingeladen sind. Es gibt immer irgendwelche unterschiedlichen Angebote, wie zum Beispiel Wellness oder irgend sowas. Und zum Schluss bekommen die Frauen auch immer noch ein Care-Paket mit unterschiedlichen Produkten, das sie dann mitnehmen dürfen. Bei Safe Haven, also als ich jetzt dort war, vorletzte Woche, da waren ungefähr, ich schätze mal so 60 bis 70 Frauen da. Ich glaube, so viele sind es meistens. Es sind auch sehr viele Mitarbeiterinnen dabei. Da würde ich sagen, es waren bestimmt zwischen 20 und 30. Das hat mich sehr beeindruckt, wie viele Frauen da mithelfen wollen und mit was für eine Liebe sie es machen. Besonders beeindruckt hat mich die Leiterin, die Claire, weil die einfach, man spürt so richtig, was sie für eine Liebe hat für die Frauen. Und ja, mit was für einer Hingabe sie das macht und wie sie ihrem Herzen liegen. Und die Frauen, die nehmen das Angebot gerne an. Es gibt immer sehr leckeres Essen. St. Peter's hat inzwischen so viele Angebote, wo es Essen gibt, dass sie mittlerweile sogar einen Koch angestellt haben, eigens für St. Peter's, den Gary, der wirklich leckeres Essen macht. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erleben dürfen. Bei Safe Haven war ich auch dabei, aber bei Safe Haven Man. Funktioniert ganz ähnlich, waren auch ungefähr 70 Leute da. War richtig cool. Da gab es noch so einen Künstlertisch und dann konnten die Leute, also die Gäste, die gekommen sind und dann ihr Essen bekommen haben, haben danach am Essen so angefangen zu zeichnen, so Porträts und so von ein paar Leuten. Weil das halt auch ein paar so Straßenkünstler waren, die, eigentlich mit ihrem Business mal Geld verdient haben, aber es gerade einfach nicht so läuft und die deswegen irgendwie auch auf der Straße leben. Ich war dann auch noch bei Alpha dabei und es war cool, weil das war eben gerade die letzte Woche nochmal einmal und es war dann der letzte Abend. Es ging dabei um dieses Heilt Gott heute noch. Die haben ein bisschen später angefangen, deswegen ist dieses letzte Thema mit so die Kirche, hatten die jetzt dann gar nicht mehr. Aber dadurch war ich bei dem Abend dabei und die haben dann erst eine Mitarbeiterrunde gemacht und haben da wirklich auch nochmal zusammen einfach gebetet, ein bisschen Lobpreislieder gesungen zur Ehre von Gott und dann so hörendes Gebet gemacht und Eindrücke gesammelt. Und dann kamen ein paar Sachen, das haben sie sich gemerkt. Und später am Abend, also im Alpha-Abend nach dem Video, sind dann die Leute, die da irgendwie einen Eindruck bekommen haben, nach vorne gegangen, haben das einfach gesagt, ganz nüchtern, also es war echt unaufgeregt. Und
dann konnten eben, wenn das auf Leute zugetroffen hat, dass die einen bestimmten Schmerz hatten, wo jemand gesagt hat, ich habe das Gefühl, jemand ist im Raum, der den und den Schmerz hat oder so und dass Gott es heilen möchte. Dann haben die Leute in den Kleingruppen, also in den Alpha-Kleingruppen, füreinander einfach gebetet. Und ich war nicht in der Kleingruppe mit drin. Ich saß einfach hinten bei der Technik, habe da ein bisschen geguckt. Und die Kleingruppen saßen alle in der Kirche verteilt. Und dann habe ich gesehen, wie immer wieder einfach verschiedene Kleingruppen aufgestanden sind, für jemand gebetet haben, dann sich wieder ein bisschen unterhalten haben über das Thema und immer mal wieder auch welche füreinander gebetet haben. Das war richtig cool. Genau, und Alpha ist einfach generell in diesen ganzen Kirchen, in diesem HGB-Network, ist Alpha immer voll zentral, weil die halt echt erleben, dass oft Leute zum Glauben kommen durch Alpha, weil das so eine Anlaufstelle ist. Also wenn die zum Beispiel bei dem Play-Café oder auch bei Safe Haven oder in den Gottesdiensten irgendwie Gespräche haben, wo sie merken, da ist jemand interessiert am christlichen Glauben und möchte gern da irgendwie Näheres wissen, dann laden sie die Leute einfach zu Alpha ein. Und ich habe bei einer anderen Gelegenheit noch mit einer geredet, die bei diesem Alpha, es gibt eine Alpha Leadership Konferenz, die ist in London, und die ist bei diesem Team dabei, die das eben das vorbereitet. Und die hat es auch nochmal gesagt, dass ganz wichtig ist bei Alpha, dass man das mehrmals im Jahr macht. Also dass die Abstände von einem Alpha-Kurs zum anderen nicht so lang sind. Weil oft ist es so, dass dann jemand bei Alpha ist, Feuer fängt, auch wirklich zum Glauben kommt und dann eigentlich andere auch mitbringen will und Freunde hat, die ihn mitbringen will. Und dann ist wichtig, dass gleich schon der nächste Alpha stattfindet. Und deswegen ist es generell hier in ganz vielen Gemeinden so, dass eigentlich immer wieder Alpha angeboten wird. Das war für mich eine wichtige Erkenntnis, das nochmal zu sehen, dass Alpha was ist, was man idealerweise jetzt nicht nur einmal im Jahr macht, sondern immer wieder. Damit dann Leute, die begeistert sind, auch andere mitbringen können. Ja. Und auch da nochmal zum Kirchengebäude, St. Peter's eben auch, es gibt Stühle und dann haben die auch so Sofas, die haben die Rollen unten hingemacht. Und wenn Alpha ist, dann schieben die ganzen Sofas einfach in die Kirche und dann ist jede Kleingruppe einfach so ein Sofa, ein paar Stühle, kleines Tischle. Und das heißt, Alpha findet dann auch im Gottesdienstraum statt, aber trotzdem in einem relativ gemütlichen Setting. Eine weitere richtig coole Begegnung war dann noch mit dem Quinn. Der Quinn ist der Pastor, also das Curate, ist so was ähnliches wie Vikar, von St. Richards. Und St. Richards wurde jetzt eben, ist auch eine Revitalisierung von St. Matthias aus. Und das ist so eine Estate Church, das ist in einem bisschen ärmeren Viertel, wo es den Leuten nicht so gut geht. Das sind auch ein paar so Safe Houses, wo Menschen wohnen, die irgendwie häusliche Gewalt erlebt haben. Das sind so Sozialwohnungen, also nicht so ein wohlhabendes Viertel. St. Matthias hingegen, das ist in einem wohlhabenderen Viertel direkt nebendran. Und jetzt hat der Quinn mir erzählt, dass sie auch überlegt hatten, diese Revitalisierung so zu machen wie halt meistens. Also dass St. Matthias ein Team zusammenstellt von Leuten, die bereit sind, sich in St. Richards einzubringen, dass dann das Team kommt, die das Gottesdienstformat eben mit viel Worship, mit irgendwie guter Technik und so, dass sie das aufziehen, mit Predigt, so wie es in St. Peter's ist und in St. Matthias. Aber er hat dann gedacht, und die haben da auch viel drüber gebetet und so, dass das gar nicht so passt. Weil wenn in diese Nachbarschaft so ein bisschen die Reichen von nebenan kommen und da ihr Ding irgendwie einfach durchziehen, dass es da nicht so gut passen würde und dass man dann die Leute vor Ort nicht gewinnt, sondern dass die dann eher sagen, hä, was hat das mit uns zu tun? Und deswegen haben die dort an der Stelle entschieden, dass sie das nicht so machen mit dem Revitalisieren, sondern dass sie erstmal ein bisschen anders anfangen, dass sie ganz simpel Gottesdienste feiern und vor allem versuchen, die Leute, die dort vor Ort wohnen, mit einzubeziehen. Und da waren dann die Anknüpfungspunkte, dass um diese Kirche herum, das ist eine ganz einfache und kleine Kirche, ist so ein großer Garten. Und da haben sie so ein paar Gärtnerprojekte gemeinsam gemacht. Dann haben sie eine Foodbank, also das heißt, die unterstützen einfach Familien, die sich das Essen nicht leisten können, mit Essen. Das heißt, die geben da so Essenspakete aus. Auch darüber sind dann Kontakte entstanden. Und dann gibt es dort auch ein Play-Café, wo Familien hinkommen können und spielen können. Und genau, das ist jetzt noch nicht so lange, dass das läuft. Was sie jetzt entdeckt haben, ist, dass eben schon einige Kontakte gut da sind. Und zum Beispiel der Gottesdienstbesuch ist angestiegen von 30 Leute auf etwa 100 Leute. Sie haben jetzt zwei so Container noch im Garten, einer für das Kinderprogramm, einer für die Foodbank,
Und es sind aber schöne Holzcontainer, also stellt es euch schön vor. Genau, und das fand ich voll spannend, dass da eben bewusst ein anderer Ansatz nochmal gewählt wurde, der nochmal mehr auf den Kontext eingeht und wo nochmal mehr berücksichtigt wird, was wollen die Leute vor Ort und was passt zu denen, was ist denen ihre Art von Gemeinde. Das war voll cool und auch einfach, der Quinn ist einfach ein richtig cooler Typ, der war ganz lang mit 24/7 auch unterwegs und man merkt, dass der einfach, glaube ich, so aus dem Gebet raus irgendwie lebt und auch einfach ein echter und cooler Typ ist, finde ich. Also war voll beeindruckend. Genau. Das waren ein paar Eindrücke aus unserer Zeit in England bis zu Focus. Im nächsten Video erzählen wir dann, wie es dort war, bei diesem Netzwerktreffen von diesem HTB-Netzwerk, wo die ganzen Gemeinden und die ganze Gemeindegründungsszene sozusagen zusammenkommt. Also richtig cool. Das lohnt sich, das auch anzugucken. Ja, also an der Stelle viele Grüße von uns aus England nach, wo auch immer du das Video anguckst. Genau. Wenn dich die anderen Videos auch interessieren, abonniere gerne auch den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wo es dann um Focus geht. Tschüssi!